This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es ums positive Denken, um Affirmationen und was man da vermeiden sollte und worauf es bei Affirmationen ankommt. Ist nämlich nicht so bei Affirmationen oder beim positiven Denken, dass man sich irgendwelche Lügen erzählen sollte, die man gar nicht glaubt. Sich nicht einfach sagen, ich bin wunderschön, sich dabei anschauen und innerlich irgendwie fühlen. Nee, fühlt sich nicht so an, ich bin nicht wunderschön. So. Fühlt sich gerade nicht so an, ist nicht so. Es geht nicht darum, sich was vorzulügen beim positiven Denken. Es geht darum, das Positive in einer Situation zu sehen. Aber die Situation trotzdem so zu sehen, wie sie ist. Zum Beispiel, wenn du einen Unfall hattest, dein Bein ist gebrochen und kannst nicht laufen, dann ist es ein Quatsch, wenn du dir jetzt sagst, mein Bein ist gesund. Mein Bein funktioniert super. Also kannst du schon machen. Aber es ist halt nicht so. Du solltest eher schauen, das Positive in dieser Situation zu sehen. Und das Positive in dieser Situation ist vielleicht so, okay, akzeptieren, so mein Bein funktioniert gerade nicht, ich kann gerade nicht gehen. Was sagt mir diese Situation so? Was passiert in dieser Situation? In was für einen Umstand bringt mich diese Situation? Vielleicht hast du, warst nur am Rumrennen, warst unter Stress, hast dir keine Zeit und keine Pause für dich genommen. Hast nicht mehr darauf geachtet, wie du im Leben stehst. So. Bist nur planlos drauf rumgerannt, weil du so gestresst warst. Dadurch, dass dein Bein jetzt gebrochen ist, kannst du dir mal Gedanken drüber machen. Hast du jetzt die Zeit und die Ruhe? Und die Möglichkeit, diese Chance, du kannst dich ausruhen, es gibt nichts zu machen. Jetzt ist dein Bein hier gebrochen, jetzt ist Ruhe angesagt. So. Ist doch wunderschön, jetzt hast du die Ruhe. Und das ist, das ist das Schöne, das kann man da drin sehen. Diese Chance, in dem was passiert. Und so kann man in allem was Positives sehen. Dass du jetzt krank bist, kann dir die Chance geben, deine Gesundheit wieder zu schätzen. Dass du jetzt dein Bein verletzt hast, gibt dir die Chance, zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, dein Leben zu überdenken. Vorher musstest du vielleicht arbeiten, ja, jetzt kriegst du halt, jetzt bist du daheim, jetzt musst du nicht auf die Arbeit gehen, weil du das Bein gebrochen hast. So verschafft man sich die Situation, wo man sich dann ausruhen kann, wenn man sie nicht findet, wenn der Körper es nicht bekommt. Und nichts passiert durch Zufall. Und so kann man im Allen das Positive sehen. Du sollst jetzt nicht sagen, hey, alles ist super, alles ist gesund. Nee. Du siehst die Chance, du siehst das Positive drin. Hey, ich kann mir jetzt Zeit nehmen, wie schön. So, ich habe Zeit für mich. Das Bein tut dir jetzt auch gar nicht mehr weh. Ich kann es halt nicht bewegen. Nur wenn ich es nicht bewege, ja, bewege ich es halt nicht. Und dann schaue ich, was mir das sagen. So, und kann da was Positives rausziehen. Und genauso kann man in allem eine Chance sehen. So. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben manchmal, aber es ist wirklich, man sollte sich keine Dinge sagen, die man dann nicht glaubt. Also nicht einfach sagen, oh, ich bin schön und sich dabei anschauen und innerlich denken, nee, bin ich nicht. Und es nicht fühlen. So. Wenn du dir Affirmationen schaffst, dann solltest du Glaubenssätze dir schaffen, die du wirklich glauben kannst. Dann solltest du das vielleicht, Kathi hat mal gemeint zum Beispiel, dass man das mal schrittweise dann macht, dass du dir kleine, dann sagst du halt, den Teil, wo dir gefällt, oh, wunderschön, so. Ich kann ganz gut leben im Moment mit mir. Ich mache das schon ganz richtig. Und dann auch die Situation so anzunehmen und trotzdem das als Chance zu sehen. Das Leben ist einfach spannend, weil es passiert. Weil es eine Erfahrung ist, weil es einem die Möglichkeit gibt, zu wachsen. Wenn man zum Beispiel einen Film anschaut,
Es wäre langweilig, wenn die Hauptfigur von Anfang an alles richtig macht. Nee, man fiebert mit der Hauptfigur mit, so. Weil es ist erst verbockt und am Ende ist es dann doch schön spannend und macht alles richtig dann doch noch und wird alles wieder gerade gebogen und alles kommt wieder zusammen. So. Am Ende ist immer alles gut und das ist noch nicht das Ende. Und es geht nur um die Erfahrung. Würde die Hauptfigur jetzt von alles von Anfang an perfekt machen, dann ist es ja langweilig. Den Film braucht man nicht zu schauen. So. Das ist ja keine Spannung. Das Leben ist eine Erfahrung und ein Wachsen durch diese Hoch und Tiefs. Es ist mehr ein. Manche Dinge sind so schwer in Worten zu fassen, die sind mehr zu erfahren und zu fühlen. Das ist eh das. Ich kann da was erzählen, so, du musst es dann selbst erfahren. Umso mehr man auch diesen Bewusstseinsweg dann geht, umso mehr erkennt man, wie dieses gegensätzliche Spiel von Gut und Böse eigentlich was Wunderschönes ist. Und dieses Bewertende dann wirklich nur am Verstand entsteht. Wenn man mal auf einer, ich sag mal, höheren Ebene ist oder von einem anderen Standpunkt auf die Dinge schaut, dann sieht man, dass die Pole sich bedingen. So. Es gibt kein Hoch ohne Tief, es gibt kein Kalt ohne Warm, es gibt kein Links ohne Rechts, auch in der Politik so. Es bedingt sich. Und es geht viel mehr darum, sein Bewusstsein dahin zu entwickeln, gut und schlecht anzunehmen. Ist schwer zu beschreiben, aber auch seitdem ich mit der Rohkost angefangen habe, da hatte ich Phasen von außen, schaut es vielleicht nicht schön aus wie jemand, aber ich fühle mich innerlich trotzdem, einfach weil alles rausgeht, gut. Man mag weinen in einem Moment und trotzdem geht es da gut, weil man das irgendwie annimmt. Das ist wie, vielleicht kann man es damit beschreiben, so, du hast, dass deine Freundin dir jetzt gerade das Auto wieder falsch eingeparkt hat in der Garage. Aber du lebst sie trotzdem im Grunde. Du hast deine Frau, die du liebst, in dem Moment. Aber darüber ist immer die Liebe so. Das ist dieses Einheitsbewusstsein. Darüber ist immer alles positiv so. Glück ist der normale Zustand. Gesundheit ist der normale Zustand. Aber drunter ist diese Polarität, die da mitschwingt. Und wenn man das Leben wieder wie in ein Spiel betrachtet, von einmal einer beobachtenden Position aus, aber auch von einer spielerischen Art und Weise wie Kinder, dann durchlebt man diese ganzen Sachen einfach. Man ist völlig im Moment, die Zeit verschwindet, man ist völlig im Fluss. Und geht es einem wieder gut. Dann betrachtet man das von einer anderen Perspektive, von eben einer spielerischen Perspektive. Das ist wie, du schaust dir gerade eine Spielfigur an, kennen vielleicht viele vom Computerspiel. Die Figur mag vielleicht krank sein oder wenn ihr Sims spielt oder irgendwelche Spiele, egal was. Es macht einfach Spaß, mit der Figur zu spielen. Du kannst auch irgendwie rumfahren oder rumlaufen mit der Figur und nur Schmarrn machen. Und es macht trotzdem Spaß. Manche laufen auch 10-mal die Klippe in irgendeinem Spiel runter, weil sie es lustig finden, auch 10 verschiedene Arten zu sterben. Und so ist es im Leben auch manchmal, wenn ich mir so manche Leute hier anschaue. Und wenn man das wieder aus dieser anderen Perspektive betrachten kann, das Leben, dann macht es alles wieder Spaß. Auch wenn es leidvoll erscheinen mag manchmal. Es ist doch so, wenn das Bewusstsein sich verändert, wenn die innere Annahme an eine Situation sich verändert, dann ist alles wunderschön. Dann ist, ja, dann gibt es kein Gut und Schlecht mehr. Das löst sich auf, das entsteht nur im Verstand und das Schlechte ist gut und das Gute ist auch gut. Das ist eine andere Ebene. Ja. Viel drumherum geredet. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Mir fällt es schwer, das irgendwie mit Worten zu beschreiben. Ich kann euch nur auf den Weg geben, dass ihr das selbst erfahren solltet. Also ändert euer Leben.
Geht dahin, dass ihr euch positive Muster schafft, jeden Tag. Positive Routinen schafft, nach 2, 3 Wochen verfestigen die sich und dann fällt es einem ganz leicht. Dann macht man diese Routine gerne so, dass man jeden Morgen aufsteht, jeden Tag gerne in die Natur rausgeht, den Fernseher abstellt, das Radio abstellt, jeden Tag sich bewegt und leckere Früchte genießt, leckere Rohkostnaschereien genießt, egal was, seinen Körper reinigt, seinen Geist reinigt und dann kann man diese Dinge nachvollziehen. Und ja, mehr mag ich gar nicht drüber reden, weil das muss man erfahren. Ich weiß gar nicht, wie man es ansonsten noch beschreiben kann. Ich habe es probiert in dem Video. Ich hoffe, für einige war es trotzdem einigermaßen verständlich. Ansonsten macht's gut. Ciao, Leute.